Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin der Train92 und ihr habt gerade gesehen, ich habe mir jetzt alle Herzcontainer geholt. Habt ihr in einem Schnelldurchlauf gesehen und ja, wir werden jetzt das Masterschwert ziehen. Schöner Moment und das machen wir auch jetzt sofort. So, los geht's. An diesem Ort sollst du ruhen und den Tag erwarten, an dem dein Gebieter zurückkehren wird. Selbst wenn der lange Schlaf ihn seiner Erinnerungen beraubt, wie du befürchtest. Ich bin mir ganz sicher, er wird seinen Weg zu dir finden. Hohe Priesterin von Hyrule, was hast du nun vor? Dieses Schwert, das Masterschwert hat zu mir gesprochen. Es sagt, ich hätte eine Aufgabe. Es gibt etwas, das ich tun muss. Du bist sehr stark geworden, hohe Priesterin. Großer Deku-Baum, wenn er irgendwann kommt, könnt ihr ihm eine Botschaft übermitteln? Ich... Mein liebes Kind. Deine Worte gehören dir allein. Er sollte sie aus deinem Mund hören, denkst du nicht auch? Ja. Was du gesehen hast, spielte sich vor 100 Jahren an diesem Ort hier ab. Das Schwert hatte gerade seinen Meister verloren. So nahm die hohe Priesterin es an sich, brachte es hierher zu mir und überließ es meiner Obhut. Bis zum heutigen Tag setzt sie ihren verzweifelten Kampf im Schloss von Hyrule fort. Immer im festen Vertrauen, dass du ihr eines Tages beistehen wirst.
Ihr Lächeln war wirklich bezaubernd. Ich wünschte mir, ich könnte mich noch einmal daran erfreuen. Masterschwert. Dieses legendäre Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen und die Verheerung zu bekämpfen. Nur der vom Schwert erkorene Held kann es führen. Der Name dieses Schwertes lautet Masterschwert. Wenn du der Verheerung Ganon und ihren Manifestationen gegenüberstehst, wird es von heiligem Licht erfüllt werden. Du darfst es jedoch auf keinen Fall überbeanspruchen. Schwingst du es zu oft umher, wird es schartig werden und seine Kraft verlieren. Sollte das passieren, musst du warten, bis es sich regeneriert hat. Es wäre töricht, sich im Kampf mit Ganon einzig auf dieses Schwert zu verlassen. Um für alle Fälle vorbereitet zu sein, solltest du auch die Titanen befreien. Wir haben's, das Masterschwert, endlich. Dafür haben wir die ganzen Schreine gemacht. Aber die Herzen da oben werden nicht so bleiben, wie sie jetzt sind. Das verspreche ich euch. Das werden wir später, also 5 davon werden wir später auf jeden Fall zu Ausdauer machen. Aber das geht jetzt noch nicht. Wir haben es jetzt erstmal mit dem Wald der Crocs geschafft. Und jetzt widmen wir uns ein bisschen Story. Endlich mal. Auf geht's nach Kakariko. Endlich haben wir das Masterschwert. Dafür haben sich diese fucking über 20 Parts ja voll gelohnt, Alter. Für ein Schwert mit einer Stärke von 30. Ich weiß noch nicht, ob wir die Prüfung des Schwertes machen. Ob ich das nicht vielleicht in einem Stream mache oder halt jetzt als Let's Play. Was als Let's Play auf jeden Fall kommt oder in diesem Let's Play noch vorkommt, ist die Ballade der Recken. Also das zweite DLC. Aber ob wir die Prüfung des Schwertes machen, weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Mal schauen. So, wir sind jetzt erstmal an Kakariko. Auserwählter! Dein Name ist Link. Es ist an der Zeit, dich einer großen Prüfung zu stellen. Da, wo du das Masterschwert aus dem Stein gezogen hast. Gehe zum großen Dekubaum im Wald der Crocs. Er wird dir den Weg zu dieser Prüfung weisen. Ja, das war die Prüfung des Schwertes, die wir jetzt angekündigt gekriegt haben. Und ich weiß halt noch nicht, ob ich die im Stream mache, aber wir gucken da einfach mal. Oder ob ich die halt im Let's Play noch mache. Das gucken wir einfach mal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Story machen mit der Ausrüstung, die wir bis jetzt haben. Also ich glaube, dass wir hier hin müssen. Was sagt denn das Tagebuch bei der Hauptquest? Mein Held, bla bla bla. Ach so, nee, das hier ist die Hauptquest gar nicht. Hier. Impa die Weise. So, da gehen wir jetzt hin. So, schön. Hä? Oh. Ein Mann! Oh! Der Schikastein. Seid ihr etwa der, von dem Großmutter immer spricht? Ich habe es nicht vergessen, ehrlich. Ich bin nur etwas nervös. Ich heiße Paya. Puh, endlich ist es draußen. Man sollte meinen, dass ich in der Lage wäre, meine eigenen Namen zu sagen. Tut mir leid. Schon seit ich klein war, hat mir meine Großmutter von euch erzählt. Bitte, geht hinein, meine Großmutter. Sie wartet schon lange auf euch. Ich zeige euch mal eine lustige Szene. Passt mal auf. Ihr müsst euch mal vor ihr komplett ausziehen. Link, diese schamlose Kleidung. Bitte, zieht euch doch irgendwas an. Da passiert sowas. Ja, wir ziehen uns ja wieder an. So, und wir gehen rein. Du bist also endlich erwacht, Link. Es ist lang her, sehr lang. Ein paar Jährchen mehr habe ich wohl auf dem Buckel.
Ich hoffe, du erkennst mich noch. Was ist? Du siehst mich ja an, als hättest du mich noch nie zuvor gesehen. Ich bin es, Impa. Erinnerst du dich nicht einmal mehr an meinen Namen? Das heißt wohl, du hast tatsächlich dein Gedächtnis verloren. Nun, vielleicht ist es in gewisser Weise besser so. Link, tritt näher. Vor 100 Jahren. Ja, vor 100 Jahren, als das Königreich Hyrule unterging. Du standest an der Schwelle zum Tod. Zeldas letzte Hoffnung war, dich in einen heiligen Schlaf versetzen zu lassen. Sie selbst machte sich auf, ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Prinzessin Zelda hinterließ nur eine Nachricht für dich. Seitdem warte ich geduldig hier auf den Tag, an dem ich ihre Nachricht endlich an dich weitergeben kann. Jedoch, wenn ich die letzten Worte der Prinzessin an dich weitergeben soll, dann muss dir eines klar sein. Du musst bereit sein, dafür zu sterben. Doch diese Verantwortung kann ich schlecht jemandem aufbürden, der sein Gedächtnis verloren hat. Wenn du entschlossen bist, die Worte der Prinzessin zu hören, komm noch einmal zu mir. Ja, natürlich wollen wir das hören. Die Prinzessin hat alles riskiert, um dir diese Botschaft zu hinterlassen. Wenn du nicht fest entschlossen bist, kann ich sie dir nicht übermitteln. Bist du bereit, für sie zu sterben? Natürlich. Sieh an. Du magst dein Gedächtnis verloren haben, aber du bist immer noch derselbe. Wenn es darum geht, das Richtige zu tun, ist auf dich stets Verlass. Gut. Da du dein Gedächtnis verloren hast, sollte ich dir wohl alles von Anfang an erzählen. Das Königreich von Hyrule wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Ganon heimgesucht. Doch stets erschienen auch ein Jüngling mit der Seele des Helden und eine Prinzessin mit dem Blut der Göttin. Jedes Mal, wenn unsere Welt bedroht wurde, gelang es diesen beiden mit vereinten Kräften, das Böse zu besiegen. Aus jedem dieser Kämpfe gegen Ganon ging eine neue Legende hervor. Doch dann, vor 10.000 Jahren, wollte man diesen ewigen Kreislauf der Geschichte nicht länger hinnehmen. Hyrule hatte sich zu einer Hochkultur entwickelt, in der die Angst vor Monstern und Magie endlich der Vergangenheit anzugehören schien. Und so beschloss man, dem Helden und der Prinzessin jener Zeit mithilfe technologischer Wunderwerke zu helfen. Das Ziel dieses Plans war, die Verheerung Ganon für alle Zeiten zu versiegeln. So entstanden vier gigantische Titanen, die von einem Piloten gesteuert werden sollten. Zudem wurde ein ganzes Heer von automatischen Kampfmaschinen erschaffen, die Wächter genannt wurden. Als Piloten der Titanen wurden aus den Völkern Hyrules vier herausragende Krieger ausgewählt. Nachdem all diese Vorbereitungen abgeschlossen waren, fühlte man sich Ganon gegenüber gewappnet. Als nun die Verheerung tatsächlich wiederkehrte und Hyrule angriff, erhob sich ein mächtiges Heer an der Seite des Helden und der Prinzessin gegen Ganon. Eine schier unermessliche Zahl von Wächtern rückte vor und stellte sich schützend vor den Helden.
Die gottgleichen Titanen entfesselten ihre Energien und zwangen das Böse in die Knie. So gelang es dem Helden, Ganon mit dem heiligen Bannschwert niederzustrecken. Und die Prinzessin besiegelte sein Schicksal mit der Kraft ihres königlichen Blutes. Jahre ist es nun her. Um uns auf die prophezeite Wiederkehr Ganons vorzubereiten, folgten wir dem Vorbild der 10.000 Jahre alten Legende. Doch das Ergebnis war nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Wir hatten seine Macht unterschätzt. Um diesen Fehler nicht zu wiederholen, hinterließ die Prinzessin dir die folgenden Worte: Befreie die vier Titanen. Vier Titanen? Alles klar. Doch, dein Shika-Stein ist nicht vollständig aktiv. Prinzessin Zelda hat ihn dir hinterlassen. Für dich ist er Wegweiser und Gedächtnis in einem. Ich frage mich, vielleicht kannst du im Institut für Antikenforschung in Hateno Hilfe bekommen. Hateno? Der leuchtende Punkt im Osten ist Hateno. Das ist eines der wenigen Dörfer, die von der großen Verheerung weitgehend verschont blieben. Du bist Zeldas, nein, ganz Hyrules einzige Hoffnung. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Folge deinem Herzen und erfülle dein Schicksal. Joa. Dann gehen wir nach Hateno. Scheißen wir mal auf alles andere. Oh, jetzt würde ich gerne einen Stall haben. Aber wir haben ja einen in der Nähe von Hateno, soweit ich weiß. Ist hier ein Stall? Stall der Zwillingsberge. Da gehen wir jetzt hin und dann geht's nach Hateno, Leute. Jetzt gab's ein bisschen Story. Und wir holen uns jetzt die ersten paar Sachen. Und dann geht's halt nicht zu den Titanen, dann geht's wieder ein bisschen rumlaufen und sowas, weil wir dann die Erinnerung suchen müssen. Aber ich weiß, ich meine zu glauben, dass ich noch weiß, wo die meisten der Erinnerungen sind. Dafür stolzieren wir aber durch die gesamte Karte, also wird ein kleines bisschen dauern, aber ich hoffe, ich schaffe das in 5-6 Parts dann und dann ist die Sache auch geritzt mit den Erinnerungen und dann geht's an die Titanen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich alle Schreine machen soll oder ob ich nur die Titanen dann noch machen soll und dann es lassen soll und die Ballade der Recken noch machen soll oder sowas. Es würde mich mal interessieren, worauf ihr mehr Bock habt. Und dann machen wir das so. Aber jetzt geht's erstmal nach Hateno und holen uns dafür erstmal Epona wieder. Ja, ich möchte gerne mein Pferd abholen. Ja, ich möchte Epona gerne mitbringen. Mitnehmen. Mitbringen. Ha 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 ha. Lel. Han han han. Hi. So, ja, mach hin, Alter. Interessiert mich ein Scheißdreck, was du da zu labern hast. So, als erstes will ich mal den Schild wieder wechseln. Und das Schwert, das Schwert wechsle ich. Glaube ich nicht. Das Masterschwert ist schon unzerstörbar, beziehungsweise, was heißt unzerstörbar? Es kann schon kaum kaputt gehen, sondern muss dann erstmal wieder regenerieren. So, aber wir gehen jetzt nach Hateno. So, lassen wir das mal stecken. Ja, gut gemacht, Epona. Du Genie. Du bist ein Genie eines Pferdes, sagen wir es mal so. Tschüsschen. So, ja, den haben wir tot. Oh Gott. Ja, die haben Pfeile hinterlassen. Ich will noch den anderen Bogenfreak besiegen. Ach gut, der ist gestorben. Nice. Hätte auch schief gehen können. Ganz ernsthaft. Na, wir werden wohl noch ein bisschen aufgehalten von Hateno.
Vergiss es. So, das war's. Dann gibst du mir mal. Oh Gott, du lässt nicht mal Pfeile liegen, Alter. Was bist du denn für ein Lappen? So, komm. Boom. Ja, läuft scheiße, ne? Das war's dann für euch. Der hat ein geiles Schwert liegen, ein Soldatenschwert. Ich glaube, das ist besser als so ein Kokiri-Kack-Schwert. Nee, leider nicht. Voll geirrt, lol. Alles hier scheiße. Dann auf zu Epona und weiter nach Ateno. Na komm, Link, renn. Ich glaube, das schaffen wir auch nicht mehr in diesem Part nach Ateno, weil es gibt hier noch einen Schrein. Den kann ich nur nachts aktivieren. Gut, dass es Nacht wird. Gerade. Tschüss. Du hast doch nicht ernsthaft geglaubt, dass du mich triffst, Alter. Nicht mit Epona. So, rein hier. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch den Schrein. Und dann ist das ein guter Abschluss. So, dafür müssen wir hier lang. Braucht da. Oh, den Schrein haben wir schon. Nice. Stimmt, ich glaube, wir waren sogar schon in Ateno, oder? Ja, ich bin bescheuert. Sorry, Leute. Völlig umsonst hierher gerannt. Können uns natürlich gleich dahin teleportieren. Ich bin richtig dumm. Tut mir leid. Da habe ich voll vergessen, dass wir da überall schon waren. Wegen verschiedenen Schreien, die wir uns geholt haben und so. Fürs Master-Schwert. Ach ja, schön. Schön, dass ihr mich nochmal failen habt sehen. Dann machen wir aber nochmal was anderes. Was ein guter Abschluss für den Part halt ist. Oder haben wir das schon gemacht? War das denn? Ja, das war auf jeden Fall in Ateno. Wir sind hier ja von einem anderen Weg gekommen. Müssen mal an den Anfang von Ateno wieder gehen. So, der Anfang von Ateno ist hier. Hier muss doch irgendwo ein scheiß Junge sein. Der will mich dann nämlich irgendwo hinführen. Wenn ich mich nicht irre, war das hier hinten. Ich brauche den Junge nicht. Scheiß was drauf. Gehen da einfach hin. So, da ist sie nämlich. Oh, man hat mich also nicht vergessen. Du sprichst ja. Ist es denn möglich? Kannst du mich hören? Ja. Jetzt bin ich aber schon überrascht. Wofür betest du? Ein langes Leben? Wohlstand? Da bist du bei mir richtig. Ich bin eigentlich eine Gottheit des Lebens und der Stärke. Ich gewährte Leben gegen Geld. Keine große Sache. Ist doch nichts dabei. Doch die Göttin Hylia sah das anders. Und so strafte sie mich mit dieser erbarmungswürdigen Gestalt. Einem Schatten meiner früheren selbst. Im Dorf nennen sie mich nur die Dämonenstatue. Und es kommt noch nicht mal jemand vorbei, um die Hinterlassenschaften der Vögel wegzuputzen. Der wird also von Vögeln angekackt. Geil. Man könnte direkt ins Grübeln kommen, was man falsch gemacht hat. Ob man nicht versuchen sollte, sich zu bessern. Aber nicht ich. Kein Stück. Ich habe lediglich gewartet. Auf jemanden wie dich, der mich versteht. Aber genug davon. So sollen wir uns dann mal ans Tauschen machen. Bleib ganz ruhig stehen und beweg dich jetzt nicht. Was macht er da? Nice, er hat mir ein Herz geklaut. Geil. Hehehe. Ich habe eben nichts verlernt. Den Container habe ich ohne Probleme aus dir herausoperiert. Ah, es ist schön, wieder angebetet zu werden. Gib ihn zurück! Hehehe, fühlst du dich ausgetrickst? Ich bitte dich,
Sieh dir mal das große Ganze an. Ich bin an einer langfristigen Geschäftsbeziehung interessiert. Da werde ich dich doch nicht übers Ohr hauen. Also, was darf sein? Vielleicht habe ich es schon erwähnt. Ich bin eine Gottheit des Lebens und der Stärke. Daher nehme ich Herzcontainer und Ausdauercontainer an, die ich beim Zurückgeben beliebig tauschen kann. Dann kannst du mir schon mal Ausdauer geben. Exzellent. Und jetzt halt still. Du wirkst misstrauisch, aber sei gänzlich unbesorgt. Die Macht des Geldes versetzt mich in die Lage, deine Container zu tauschen. Und das funktioniert so. Zuerst verkaufst du mir für 100 Rubine einen deiner Container. Willst du einen Container zurück, kostet dich das 120 Rubine. Dafür kannst du dir aber aussuchen, ob du von mir einen Herzcontainer oder einen Ausdauercontainer haben willst. Bete einfach hier zu mir, wenn du Container tauschen möchtest. So, Leute, ihr habt schon gesehen, ihr werdet das wahrscheinlich wieder im Schnelldurchlauf kriegen, wie ich mir die restlichen 4 Herzen einfach durchtausche, zu Ausdauer. Aber ich beende hier den Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ich danke für das Zuschauen bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich verbessern könnte oder welche Projekte ich sonst noch machen soll. Wenn ihr mehr sehen möchtet, dann drückt doch einfach auf nächster Part oder auf die Playlist, um alles automatisch abspielen zu lassen. Sollte der nächste Part allerdings noch nicht online sein, dann drückt doch auf Vergiss nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich danke euch nochmals fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!